Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Part von Champions of Regnum. Ja, zuerst einmal möchte ich euch wieder willkommen heißen. Ich mache wieder weiter. Ich habe eine kurze Pause gebraucht, um einfach ein bisschen, mich wieder zu gewöhnen. Also sozusagen, Regnum ist für mich ein wirklich super tolles Spiel. Aber es ist mir zu langsam und dann brauche ich immer kurze Pausen, um mich immer wieder ein bisschen stabil zu machen und so weiter. Damit nicht irgendwas, streng langweilig wird oder so. Also jetzt probieren wir das nochmal, wie wir im Livestream gemacht haben. In einem der Livestream-Parts haben wir hier Voltabiert wieder zu züchten, also zu zähmen. Und es ging nicht, weil ein Total noch in unserer Truppe ist. Das ist wahrscheinlich ein Bug oder sonst irgendwas, vor allem habe ich ja den nicht. Also müssen wir jetzt einen neuen haben. Und er ist auch uns, genau. Hat aber sehr viel wenig Leben. Also da müssen wir noch ein bisschen warten, bevor wir dann die erste Quest machen. Den Total-Anführer töten. Und einen Gohos-Kopf von Gohos müssen wir dann auch noch holen. Geht Richtung Stadt Medenet. Okay. Ja, jetzt warten wir kurz, bis der geheilt ist. Weil ich möchte gerne, nicht den so heilen. Es geht jetzt gerade auch nicht gut. Okay, machen wir doch das mal kurz. Jetzt geht's zu lange. Also zuerst einmal möchte ich sagen, dass ich jetzt wieder öfters Regnum bringe, aber per Videoform und nicht mehr per Livestream. Livestream mache ich dann wieder, wenn wir in der Kriegsschlacht sind, also Kriege machen. Auf jeden Fall muss ich ja den mal wieder verändern und so Sachen, das ist mir ein bisschen zu aufwendig. Ja, jetzt könnt ihr eigentlich noch nicht meine Webcam sehen, die ist versteckt. Ich muss herausfinden, wie die Webcam hier oben dann hinkommt. Da muss ich wahrscheinlich noch eine andere Software kaufen. Ich habe eine Logitech HD Webcam, also die beste, die es gibt von Logitech. Und trotzdem ist die Qualität auch nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, man muss halt das Video irgendwie kleiner machen oder sonst irgendwas. Irgendwas wird schon gehen, hä? Also jetzt hören wir den. Schaden bekommen wir auch nicht so viel über. Ne? Ja, auf jeden Fall, ihr hört sie auch von der vom Mikrofon. Es ist ein recht gutes, wahrscheinlich sogar so zu gut. Ihr müsst mir einfach mal ein bisschen Feedback geben. Wie klingt es oder wie soll es klingen? Sag mir, soll ich Studioqualität bieten oder soll ich lieber auf einfach keine Ahnung, was das noch die anderen sind. Also Stereo möchte ich ja nicht haben, gell? Das Problem ist auch, dass es alles so ein bisschen verhallt sich anhört. Das ist einfach bei sehr guten Headsets so. Da muss man ein Profi sein und das bin ich nicht. Also ich kann euch sagen, bei den Einstellungen und so bin ich genauso ein Noob wie eigentlich die meisten anderen auch. Weil man bekommt überhaupt kein Feedback, man bekommt nichts. Ich habe nicht mal gemerkt, dass die Webcam ein Mikrofon hat. Das hat niemand gesagt. Niemand. Es steht nicht. Es wird nicht gesagt, wenn man es kaufen will. Es wird nichts gemacht. Das finde ich eine absolute Frechheit, weil ich hatte so einen mega Hall in meinen Livestreams gestern, dass ich das einfach musste alles einstellen und dann erst am Abend wieder livestreamen konnte. Also ich habe recht viel gemacht und trotzdem, wurde ich enttäuscht sozusagen. Und das ist halt einfach blöde. Also einen Kopf werdet ihr dann in späteren Videos sehen. Einfach noch ein bisschen Geduld haben. Und ja. So, ich spiele gerade auf meinem zweiten PC, also Bildschirm, aber ich brauche noch, wahrscheinlich werde ich den Bildschirm wechseln, weil der Bildschirm ist ein bisschen zu dunkel. Und zu farbig. Da kann man das auch nicht einstellen, weil das Augenschonmodus ist und so Sachen. Und ich muss meine Augen schon
sind bei mir sowieso schon ein bisschen kaputt. Und deshalb, ja, tue ich so lieber ein bisschen so machen, dass ich auf dem linken, auf dem alten PC spiele, als Bildschirm, und so ein anderes mache, also dass ich dann rechts ja die Anzeigen haben. Ich kann jetzt neben der Aufnahme immer wieder etwas anderes anzeigen, was nur hier rüber, also hier verschwindet es und ist dann im anderen Bildschirm, was ich ja nicht aufnehme. Und dort werde ich dann die Sachen schauen, wenn ich etwas ja wissen muss, oder? Vielleicht nebenbei mal ein paar ja, ein paar Kommentare beantwortet oder so nebenbei. Kann ich ja machen. Je nachdem, hä? Also jetzt haben wir hier auch keine mehr. Jetzt müssen wir schauen, was haben wir denn noch? Ja. Also machen wir weiter, Weichholzblätter. So, und gehen weiter. Jetzt müssen wir nämlich zur Arena eigentlich, wäre am besten, ne? Können noch mal kurz schauen. Am nächsten wäre Alteruk zuerst, Nosh. Danach da und dann da. Hm. Also. Ja, also, ich finde es einfach genial, dass einfach momentan so viel möglich ist bei mir. Ich kann endlich mein Geld ausgeben, das ist das Wichtigste. Also kann ich euch auch viel bieten. Aber eben, ihr müsst die Feedbacks einfach geben. Sonst bin ich da verloren posten und dann wird meine Qualität halt schlecht bleiben. Wie man alles einstellt und so. Vielleicht kennt sich ja jemand aus und kann mir ein bisschen Tutor spielen für mich. Einfach damit ich ein bisschen mich auskenne und so weiter. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch eben mit mir online spielen. Ihr dürft jederzeit mich in die Freundesliste Ding, ihr weißt ja, wisst ja, wie ich heiße, wie der Schauspieler von Blade, Wesley Snipes. Könnt ihr mich ansprechen, ihr dürft vieles machen, gell? Aber bedenkt, ich bin nicht immer online. Ich bin sehr wenig online, weil ich so viele Spiele spiele. Ich bin halt nicht konzentrierter Rechnungsspieler. Ich könnte konzentrierter Rechnungsspieler sein, aber dann hätte ich noch mehr Probleme mit meiner Langeweile, also Langatmigkeitslangeweile. Ich habe lieber Spiele, die schneller sind, wo man schneller vorwärts kommt und so Sachen. Aber Regnum zieht einfach sich mega in die Weite und das ist halt das Negativ. Oh, da unten wäre noch einer gewesen. Gehen wir zuerst zu ihm. Man sieht es halt einfach nicht. Das Feedback ist halt auch in diesem Spiel nicht gut. Liebe Entwickler, macht doch bitte etwas. Kommt schon. Ist wichtig. Einfach mal ein bisschen besser das Spiel entwickeln. Es ist doch nicht so schwer. Sonst tut mich anhören. Ich kann perfekte entwickeln. Also alles, was nicht mit Technik zu tun hat, kann ich sehr gut machen. Damit mache ich für euch ein Traumspiel und ja, ich bin sowieso gut im Balancing. Und ich bin auch sehr gut beim optischen Zeug. Und da kann ich das Spiel für euch entwickeln, aber wenn ich nicht empfohlen werde, dann werden es die Entwickler sowieso gar nicht sehen. Also kann ich das sowieso vergessen. Aber ja, ich wäre bereit. Ich würde sogar kostenlos das Spiel entwickeln. Weil mir liegt das Spiel extrem in dem Herzen. Und es ist Wahnsinn, wie die Entwickler das Spiel stören. Sie tun es einfach stören, das Spiel könnte sich so gut entwickeln, aber die Entwickler wollen es nicht. Die ignorieren es, machen lieber ein mega langweiliges Crafting rein, tun irgendwelche Balancing-Änderungen machen, wo es niemand verstehen kann, macht das Spiel zu sau, oder? Kaputt. Und das ist natürlich auch nicht so gut. Aber ey, tja, ich bleib Fan. Ich gehe nicht weg. Viele Spiele gehen einfach weg, wenn sie nicht zufrieden sind und das macht halt einfach alle Entwickler ein bisschen Sorgen. Aber die Entwickler, die müssen sich ändern und nicht die Spieler. Hier haben wir ganz viele depressive Menschen, die wegen jedem kleinen Troll oder sonst irgendwas sie ausrasten, sofort aus dem Clan löschen die Spieler oder so und so weiter. Und das ist eine absolute Frechheit. Also, es geht einfach gar nicht.
Ich wusste, dass ich nicht lange drin bleiben werde, weil ich bin einfach so. Wem es stört, der soll mich halt entlassen, das hat er ja gemacht, aber so, einfach so, nächsten Tag war ich weg. Sagt es doch, wenn ich störe, hey, hallo. Ich bin halt einer, der sich gerne ein bisschen anders verhält. Ich bin kein depressiver Mensch, ich bin ein Plappermaul, ein extremes Plappermaul. Mein Vater, der hat es gestern die ganze Ladung abbekommen. Ich habe alles von ihm erzählt, also ich habe ihm das erzählt, was er ist, genau. Ich habe so einfach Sachen gesagt, was er halt ein bisschen peinlich findet und so. Und dann hat er sich aufgeregt manchmal. Er hat sich wirklich genervt, extremst. Jetzt haben wir natürlich den Boss nicht hier. Ja. Jetzt müssen wir den Boss suchen. Der könnte überall sein oder nirgends. Der ist nicht hier. Der kann nämlich auch da drüben sein. Da müssen wir unten durchschauen. Da oben ist aber auch noch einer. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der aussieht, also. Aber es ist ein relativ großer Leech. Jetzt muss ich einfach schauen, wo der ist. Ja, der wird dort angezeigt, aber dort ist er nicht. Irgendwie ein Spieler ist momentan online, der mega süchtig ist und alles killen muss oder alle Magneten einsammeln muss und so weiter. Das ist Wahnsinn, also. Wenn man bedenkt, das sind alles ganz süchtige Menschen. Und die müssen dann auch alles einander leid tun. Dem eigenen Königreich, da bedenke ich einfach. Ich spiele vielleicht alle zwei Tage, vielleicht eine halbe Stunde, aber die anderen spielen pro Tag ungefähr 10 bis 15 Stunden. Jetzt bedenkt das mal den großen Unterschied. Natürlich werde ich nicht der Beste sein, aber ich habe wenigstens ein Ziel, den Leuten zu helfen und nicht zu vertreiben. Das habe ich überhaupt nicht vor. Ich will doch den Leuten ein bisschen Spaß machen. Ein bisschen, ja, die sollen doch... Wenn du jemand auf der Straße ansprichst und irgendwas sagst, die tun dich blöd anschauen. Das ist genauso wie in der Rechnung. Die Leute sind nicht mehr auf Witze bereit. Die können nicht mehr auf Scherze reagieren und deshalb möchte ich das Spiel einfach lockern. Dass sie einfach merken, ah, das ist ja wieder der Drago und er macht wieder einen Witz zu mir oder so. Aber es geht einfach nicht. Die Leute sind stur wie ein Stück Brot. Mehr nicht. Die Leute sollen alles wieder ein bisschen zuversichtlicher werden, ein bisschen ja, besser, toller und alles mögliche. Aber hey, das kann man einfach nicht machen irgendwie. Man kann Leute nicht ändern, die Leute sind wie Blockaden. Ich weiß nicht, was das ist, entweder die Industrialisierung oder die Internetsucht oder sonst irgendwas, was einfach den Leuten einfach auf den Hals gehen, Es ist so stur und bockig sind. Also wirklich wie ein Hase, der auf bockig ist, der gerade seine Pubertät durchmacht. Genau so sind die Leute hier. Oh oh. Ist ja mega böse, wenn man hier runterfällt. Nur weil man hochbackt. Ich wollte ja nicht hochbacken. Darf ich nochmal hochbacken? Jetzt kann man gar nicht mehr hoch. Doch, man kann hoch. Man kommt hoch! Man kommt hoch! Boah, dieser T-Rex nervt ein bisschen. Gebt mir jetzt diesen Scheißding. Wer weiß das? Wo ist er? Wir gehen jetzt zum Allerheldstrand. Okay. Der kommt nicht. Wie kurze Abklingzeit hat der, also bis er wieder kommt? Sicher ungefähr 10 Tage. Ja. Die Spieler wollen doch die Quest machen, die wollen doch nicht stundenlang zusehen, wie die Entwickler meinen immer, der wird tot gefarmt oder so. Der droppt ja auch gar nichts. Die Questbosse, die droppen nichts. Die droppen überhaupt nichts. Ich habe sogar eigenhändig wieder ausgetestet. Ich bin bei Sieger gewesen, der hat einen Bogen gedroppt mal. Aber das ist schon lange her, das ist glaube ich vor einem Jahr gewesen. Aber sonst droppt nichts. Es droppt nichts.
Man muss also unbedingt die Realms machen und so. Die, ja, ich bin halt kein World of Warcraft-Spieler. Was ist denn für ist denn da gleich an für? Ja, die Instanzen halt einfach. Ja, Realms. Und das ist Wahnsinn. Ich gehe doch nicht immer wieder zu dem Drachen. Ständig Drachen. Ständig Drachen. Immer dort runter in das Lavaland. Dort ganz unten ist das Portal. Immer dort rein. Und dann immer warten. Dann immer stundenlang warten, bis endlich mal einer Zeit hat, mit mir in den Ding zu gehen. Also wir müssen unbedingt einen Clan machen, gell? Dass alle Leute sich da bereithalten, wenn ich aufnehme. Ich nehme immer, ja, ich denke mal morgens oder mittags auf. Wenn ihr halt keine Zeit habt, kann ich auch mal um. Ja, wenn der Livestream einfach vorbei ist oder ich werde wieder Livestreamen, dann einfach mal einen Clan machen. Einfach mich mal in die Freundesliste tun. Ich werde euch dann bekannt sagen, wenn, ja, die, die Livestreams kommen und die Videos, und dann tun wir zusammen Spaß haben. Aber aus, ja, sonst geht's nicht. Es geht einfach gar nicht. Das größte Problem ist einfach, das Spiel ist doch so gemacht, dass man es machen muss. Aber die Leute wollen nicht, dass man mit anderen Fremden, vor allem mit den Fremden, das macht, oder? Und das ist extrem, fast schon egoistisch, oder weiß auch nicht. Die Leute wollen einfach nicht mehr mit Kollegen zusammen sein, mit neuen Kollegen. Die wollen nur noch ihre uralten Kollegen, die sie ja auch mal gemacht hat. Für mich ist das psychisch krank. Ich kenne mich aus mit der Psyche. Das zum Beispiel ist eben psychisch krank, weil man sich nicht mehr mit neuen Leuten verknüpfen will. Sich ständig irgendwo eben vor dem PC suchtet. Die Sucht ist zum Beispiel nicht psychisch krank, also solange du immer wieder weggehen kannst, zum etwas essen, zum Hände waschen, zum irgendwas machen, bist du nicht süchtig. Aber wenn du das nicht mehr kannst oder nur noch alles zusammen machen kannst, dann bist du süchtig. Aber eben, ich sage niemanden, seine Sucht ist psychisch krank. Das ist einfach so. Und wenn du nicht mehr weg kannst vom PC, egal was passiert, wenn ein Notfall ist, würdest du weggehen. Wahrscheinlich, wenn du süchtig bist, nicht. Aber sonst ist es natürlich selbstverständlich, oder? Aber eben, Leute, gebt euch einfach nicht zu viel Mühe, etwas zu erreichen. Wenn ihr nicht viel spielt, könnt ihr nichts erreichen. Dann werdet ihr nicht süchtig. Alter, okay. Also, dann haben wir eigentlich nur noch den Allah, den Kopf. Ja, wie heißt er? Goho. Sollen wir noch mal kurz schauen? Komm, nur kurz reinschauen. Dann wieder raus. Oder nein, wir warten. Wir warten. Vielleicht machen wir das im nächsten Part. Sobald er kommt, machen wir es, hä? Aber eben, wenn er nicht kommt, egal wann ich schaue, er ist nicht da. Entweder ist er verbuggt. Es ist ja so, wenn ich zu viele Monster besiege schnell, dann kommen die nicht, die spawnen nicht nach. Das Spiel weiß nicht, dass die Bosse, die Gegner nicht weg sind, einfach jeder Gegner. Dass jeder Gegner weg sind. Das weiß das Spiel nicht. Das Spiel ist völlig kaputt auf einer Seite. Und das ist einfach noch nicht normal, oder? Ja, ja. Also. Ja, ich muss unbedingt den Bildschirm noch ein bisschen heller machen und so. Ab der linke ist zu hell und der rechte ist zu dunkel. Ich weiß jetzt nicht. Also, mich stört eher der linke. Der rechte stört mich nicht so, aber dafür sehe ich weniger. Ich sehe die Details nicht mehr so gut. Das ist ein bisschen schade. Ich habe doch so eine gute Grafikkarte mit 20.000 Megabyte Speicher. Also, wieso, wie ist denn das Problem so? Ich habe eine Quad oder eine, was ist 8? Quad ist 4, Quad ist Quadrat, das ist 4. Aber was denn 8 ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe, glaube ich, 8 Kerne. Weil,
Die Grafikkarte sind entweder 3.000 oder 4.000 Megabyte stark. Oder ist es nicht Megabyte? Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau. Aber falls ich jetzt falsch sage, dann sagt es mir bitte. Gell? Aber vor allem, meine Grafikkarte ist eben eine GeForce GTX 980. Das könnt ihr ja nachschauen, wie viel die hat. Glaube ich 4096. Und ich habe das also mal 4 wäre dann nur 16. Also nur 12. 4 mal 4, 4 mal 4, 16. 16, ja. Dann wäre die nur 16, aber ich habe 20.000. Also muss das entweder 5 Cores sein. Oder 8 Cores oder 3 oder keine Ahnung was so viel. Aber vor allem, ich kenne meine Karte nicht. Das ist natürlich eine Spezialversion von HP. Also HP hat mit dem PC zusammengebaut. Ich habe ihn nur gekauft. Nur gekauft. Das ist eine Gamer-Spezialversion gewesen. Da gab es nur kurzfristig. Und es war mega genial. Also ich würde gar keine Titan X kaufen von Nvidia. Weil die Steigung ist gar nicht so groß, oder? Aber es ist einfach fantastisch. Also liebe Leute, jetzt kommt entweder einmal täglich oder bis zu dreimal, also drei Tage ein Part, gell? Weil es kann wirklich sein, dass ich manchmal keinen Bock habe oder einfach nicht zum Aufnehmen komme oder zum Hochladen und verzögert sich halt alles ein bisschen, aber Leute, zeigt es mir, wenn ihr mehr wollt. Zeigt es mir, liked, schaut das Video ganz, tut den Web, den Adblocker ausmachen für meine Videos. Zeigt es mir. Wenn ihr mehr wollt, dann zeigt es mir bitte, gell? Es ist nicht schwer. Es ist wirklich nicht schwer. Ihr dürft mich gerne unterstützen. Auf jeden Fall gerne unterstützen, gell? Ich werde alles für euch machen. Ich tue immer Wünsche annehmen. Ich tue immer alles machen. Ich muss sagen, nein, das geht jetzt nicht, aber ja, wenn ihr halt nicht gerade einen unmöglichen Wunsch mir sagt, dann nehme ich es auch an. Oder ich sage es, wieso es nicht geht, aber eben, bitte unterstützt mich halt ein bisschen. Weil ich bin noch ein kleiner YouTuber, ich möchte auch gerne ein großer sein und mit eurer Hilfe kann ich das nur sein. Also jetzt sind wir hier und jetzt müssen wir Toltas töten. Toltas, die Kars. Die sind so drüben her. Ah, das ist ein Anführer. Sind wir hier einfach umsonst hingeplanscht. Abgesessen vom T-Rex. So, jetzt. Können wir den gleich mal angreifen ohne Buff. Damit wir dann Buff haben für den zweiten. So, hier hatten wir genug Totale. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das spätere Spiel. Aber jetzt müssen wir ein bisschen vorwärts machen, aber ich kann halt nicht immer. Auf jeden Fall kann ich jetzt auch einen Full-Bildschirm aufnehmen. Ich werde es mal probieren. Auf Full HD und alles. Aber bitte seid nicht böse, wenn ich es nicht kann. Und Livestreams kommen halt, ja, ich denke schon bald wieder, wenn es wirklich gut klappt. Aber es kann halt auch nicht klappen. Da brauche ich vielleicht doch eben auch Hilfe. Aber ihr seht es, also es läuft eigentlich relativ gut, gell? Und sagt bitte Sachen. Gebt mir Feedback, es ist wichtig, gell? Und dann werden wir die besten Freunde. Ich habe schon so viele Freunde, ihr glaubt es gar nicht. Skype ist voll, Steam ist voll, Discord ist voll, Facebook ist voll. Das ist Wahnsinn, aber die Leute machen halt auch ein bisschen wenig. Die haben nicht immer Lust, mir irgendwas zu helfen. Das ist klar. Und die sind auch ein bisschen eigensüchtig. Viele sind so halt süchtig oder irgendwas so. Das ist halt nun mal so. Aber ich könnte allen helfen. Ich könnte wirklich allen helfen. Sie müssen es halt zeigen. Und ich werde ja das auch immer wieder zeigen, weil ich brauche ja auch meine Hilfe. Wir können uns gegenseitig unterstützen. Wieso müssen wir uns immer Konkurrenten sein oder so?
Doch aufhört mit dem Konkurrentenschwachsinn. Ständig dieser Hass gegen Spieler oder einfach Kollegen. Immer dieser Hass. Es nervt einfach gewaltig. Ja, wir werden jetzt den Part schon beenden. Ich möchte ihn nicht 29 Minuten machen, weil das geht zu lange. Jetzt haben wir 25 Minuten. Dann sage ich jetzt ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich werde wirklich schauen, dass ich 25 Minuten Parts mache, weil 23% ist der Durchschnitt, der die Leute schauen. Ihr müsst halt einfach das Video ganz schauen, dann habe ich auch einen höheren Durchschnitt. Aber ich will einfach mich anpassen an die Länge, die die Leute schauen. Das sehe ich in den Analystik. Und ja, also ich will jetzt eigentlich nicht mehr reden. Im zweiten Part, also im nächsten Part geht es weiter. Das ist ja schon der 65. oder so. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Part. Tschüss.